Immer wenn ein neues Jahr anfängt, kommt für mich eigentlich ein ganz spannender Zeitpunkt. Und zwar ziehe ich mich dann mal für einen ganzen kompletten Tag zurück und hole diese ganzen Informationen, die ich über das letzte Jahr gesammelt habe, und schreibe die in einer sehr, sehr großen Tabelle, die ich über die letzten Jahre angefertigt habe, eben auf. Was ist da so zum Beispiel drin enthalten? An welchen Kundenprojekten habe ich gearbeitet? Wie viel habe ich mit wem verdient? Welche Hauptaufgabenfelder habe ich zum Beispiel auch gehabt? Ja, habe ich mehr im Design, mehr in der Webflow-Umsetzung? Habe ich irgendwie mehr Videos produziert? Wie viele Videos habe ich produziert? Wie viele Stunden habe ich eigentlich mit Podcast-Aufnahme verbracht? Wie viele Tage war ich krank? Wie viel Urlaub hatte ich? Und so weiter. Ein ganz, ganz viele Informationen, die sozusagen alle kategorisiert und getaggt sind. Und sowas führe ich auch sehr ausführlich jeden Tag, sozusagen nach Feierabend, schreibe ich mir das in meinem Zeitprogramm eben dann auf. Und das wird im Hintergrund auch automatisch so ein bisschen kategorisiert, aber gehe ich immer noch mal so ein bisschen drüber. Aber man macht das einfach so übers Jahr hin und es gibt nicht so wirklich einen Tag, wo man das dann so ein bisschen analysiert. Und das ist eben einer, auf den ich mich immer ganz besonders freue, weil genau dieser Zeitpunkt ermöglicht mir dann so ein bisschen aus einer Geschäftsperspektive zu schauen, wohin treibt es mich momentan? Was mache ich momentan viel? Was mache ich ein bisschen weniger? Was hat sich verändert im Vergleich zum letzten Jahr? Wo möchte ich überhaupt hin? Kristallisiert sich zum Beispiel ein bisschen was raus, einfach aus der Geschäftsperspektive, mit welchen Kunden ich arbeite? Wo sollte ich ein bisschen offensiver sein? Wo sollte ich mich mehr zurückziehen, weil es total frustrierende Projekte waren und so weiter? Und das ist echt ein Teil, der ich sehr gerne mache und den teile ich auch bisher in den letzten Jahren sehr transparent über meine Patreon-Community. Also alle, die bei mir einen Patreon-Zugang haben, kommen dann da mit dazu und bekommen da sozusagen einen Schulterblick und wir gehen das zusammen durch. Und das habe ich auch dieses Jahr gemacht. Ich habe mich allerdings entschieden, das Ganze auch einmal jetzt hier öffentlich zu teilen. Warum? Ich habe sehr viele Videos gesehen, wo eben Webdesigner oder auch andere Selbstständige ihre Einnahmen quasi teilen und dann zeigen die so einen Pie-Chart und dann schreiben sie prozentual einfach irgendwas hin. Und ich denke mir, okay, da steht jetzt 30%, da steht jetzt 50%, aber was heißt das denn jetzt in realen Zahlen? Was kann man sich darunter vorstellen? Und ich habe das Gefühl, dass sehr wenige das wirklich mit reellen Zahlen so transparent machen. Und ich glaube, mir zum Beispiel hätte das damals sehr, sehr geholfen, einfach ein bisschen auch als Antrieb, als Inspiration. Trotzdem muss ich hier auch ein bisschen als Disclaimer am Anfang sagen, ich habe viele Jahre dafür gebraucht, um auch auf so ein Level zu kommen. Und wenn du mich auch in den letzten Jahren so ein bisschen verfolgst, ich habe schon 2015 angefangen mit einem Podcast, also wirklich hier auch wöchentlich Content produziert, einen Blog, genauso auch jetzt die YouTube-Videos jede Woche. Also es ist schon ein immenser Content, in den ich vorab investiert habe und der mit Sicherheit auch jetzt eine Rolle spielt, wenn wir uns heute diese Einnahmen anschauen. Auch wenn es nicht viele machen, habe ich mich entschieden, das heute für dich zu machen. Ich hoffe, das schätzt du. Gerne den Daumen hoch und ein Abo, falls du sowas auch in den nächsten Jahren sehen willst. So ein bisschen als Hintergrund, ich arbeite mittlerweile seit über 8 Jahren, sogar 9 Jahre schon, selbstständig als freiberuflicher Webdesigner und habe auch meine eigenen Kunden. Versuche also direkt für Entscheidungsträger zu arbeiten, weniger für Agenturen oder als Freelancer irgendwo hier und da, sondern wirklich direkt für Unternehmen. Und alle meine Einnahmen sind sozusagen meine persönlichen Einnahmen auch, weil ich kein Unternehmen, also keine GmbH oder irgendwas im Hintergrund und gegründet habe. Ich arbeite als Einzelunternehmer, freiberuflich, und das heißt, alles, was ich da generiere, landet sozusagen dann auch bei mir. Wichtig ist aber, dass das nur ein Teil von der Medaille ist. Wenn du auch selbstständig arbeitest, weißt du, dass es genauso auch eben einige Ausgaben gibt. Das also hier im Hintergrund nochmal ein bisschen beachten. Es gibt nicht nur eben diese Einnahmen, die man generiert. Falls du die Betriebsausgaben, genauso auch die Projekte und wie viel ich mit welchem Kunden eben verdient habe, nochmal genauer sehen möchtest, dann schau dir gerne also den Beitrag über meinen Patreon-Account an. Da habe ich das alles auch nochmal schön detailliert aufgezeichnet. Kommen wir also zur ersten Kategorie, und das sind mit 47% die Kundenprojekte. Interessant ist hier, dass ich 2020 noch 87% meiner Einnahmen mit Kundenprojekten erzielen konnte. Das heißt, es hat sich mehr als halbiert und somit ist der Betrag der Einnahmen von Kundenaufträgen bei 68.990,08 €. Immer noch also der größte Teil meiner gesamten Einnahmen, aber man sieht, er ist doch deutlich geschrumpft. Wir schauen uns gleich an, was den Teil sozusagen auch ersetzt hat. Interessant ist auch hier, dass ich insgesamt eben 7 Kundenprojekte bearbeitet habe. Von diesen 7 Kundenprojekten waren eigentlich nur 3 Kundenprojekte neue Kunden, also wirklich komplett neue Webseiten, und 4 davon waren eigentlich Bestandskunden, wo ich eher nur so Kleinigkeiten gemacht habe, was trotzdem letztendlich als ein Kundenprojekt zählt und man natürlich auch abrechnet. Außerdem waren 90% meiner Kundenprojekte auch sozusagen gleichzeitig Webflow-Projekte. Und das kann ich schon hier an der Stelle sagen, ohne Webflow könnte ich lange nicht so hohe Gewinnmargen fahren, wie ich es jetzt heute tue. An allen meinen Kundenprojekten habe ich 2021 insgesamt, finde ich, schlappe 45 Tage gearbeitet. Das heißt, ein bisschen mehr als 1,5 Monate. Ja? Und das
das ist einfach etwas, 366 Stunden, das muss man sich mal so ein bisschen überlegen. Klar habe ich da jetzt nicht irgendwie jeden Tag am Stück dran gearbeitet, das war auch verteilt übers Jahr, aber es ist doch sehr wenig für diese 69.000 Euro, die ich dann damit umgesetzt habe. In den letzten Jahren habe ich weitaus mehr Designarbeit gemacht, also ohne diese Webflow-Entwicklung, und da habe ich die auch nicht so offensiv angeboten, wie ich es jetzt heute mache, und da habe ich eben etliche Tage immer damit verbracht, irgendwelche Website-Layouts bis ins kleinste Detail irgendwie mit viel Liebe auch vorzubereiten und für die Entwickler dann zu übergeben, und da gab es dann immer ganz viele Feedback-Schleifen, weil irgendwie reine Programmierer solche Layouts einfach nicht so richtig mit einem Design-Auge anschauen, und irgendwie habe ich jetzt auch gemerkt, dass es doch viel mehr Sinn macht, einfach diese Sachen dann selbst auch umzusetzen, weil man dann seinen Prozess wahnsinnig mehr beschleunigen kann, und das ist auch ein Ziel, auch etwas, was ich ab 2020 quasi komplett streiche, also ich mache nur noch Projekte, wo dann auch diese Webflow-Umsetzung mit dabei ist, es sei denn, es handelt sich hier um Bestandskunden oder irgendwie mal eine Designarbeit, wo ich wirklich auch weiß, da arbeite ich mit einem Entwickler zusammen, den ich selbst auch kenne, wo ich weiß, wie der arbeitet, aber nicht mehr eben diese neuen Sachen, wo man einfach nur UI-UX-Designarbeit macht und das dann sozusagen übergeben muss. Dann kommen wir zur zweiten Kategorie, und das ist bei mir der Webflow-Online-Kurs. Der hat mit 31% den zweiten Platz gemacht, und das heißt, ich habe mit meinem Webflow-Online-Kurs 2021 45.381,40 € netto Einnahmen generiert. Das Ganze war zwar 2020 gestartet, da habe ich allerdings nur Ende November das Ganze erst veröffentlicht und auch dann im Dezember eben noch Verkäufer erzielt. Das waren dann aber insgesamt nur so 12.000 Euro. Das heißt, der spannende Verlauf kommt jetzt eigentlich erst, wie läuft dieses Jahr zum Beispiel ab, und dann kann ich das so ein bisschen genauer vergleichen. Trotzdem für mich eine große Überraschung. Der hat hier auch vom Zeitaufwand her einen sehr großen Teil, sage ich mal, von den Kundenprojekten abgezogen, was 2020 ich sozusagen mehr noch für Kunden oder Unternehmen gearbeitet habe, habe ich jetzt für mich selber mit diesem digitalen Produkt sozusagen intern auch bearbeitet oder eben Energie reinfließen lassen. Es hat sich aber von meiner Seite aus gelohnt. Ich habe doch sehr, sehr gut auch und viel Spaß auch dran gehabt, diesen ganzen Content zu produzieren dafür, auch genauso jetzt eben diesen Online-Kurs Support immer zu leisten, auch mich mit Leuten da auszutauschen und genauso natürlich auch so YouTube-Videos zu produzieren, was mir auch total Spaß macht und was in gewisser Weise auch dann so ein bisschen Marketing für den Online-Kurs natürlich ist und alles da ein bisschen da reinfließt, ja. Aber für mich ein Überraschungsergebnis auf jeden Fall für das Jahr, und hier muss man schon sagen, dass es der Bereich für mich doch mehr Zukunft wahrscheinlich hat, wie jetzt ich irgendwie bei den Kundenaufträgen sehe. Ich muss trotzdem sagen, mit Webflow und auch mit Kundenaufträgen kann ich in kürzerer Zeit mehr erzielen, aber die Skalierbarkeit hier ist eben der große Punkt. Kundenaufträge lassen sich wahnsinnig schwer skalieren. Hingegen so ein digitales Produkt wie der Online-Kurs lässt sich sehr gut skalieren. Und da ist eben mein Ziel, einfach dieses Jahr und auch in den nächsten Jahren vielleicht noch ein paar kleinere auch mit anzubieten oder auch einfach mal nochmal einen weiteren längeren Online-Kurs, weil man dadurch einfach dann mit im Endeffekt weniger Arbeit danach, ja, einmal ein großes Investment, aber danach mit weniger Arbeit doch eine sehr gute skalierbare Einnahmequelle generieren kann. Und das, glaube ich, ist auch so ein bisschen zeitgemäß heutzutage und übernimmt für mich auch in Zukunft wahrscheinlich einen großen Teil von meinen Webdesign-Einnahmen. Kommen wir zur dritten Kategorie, die persönlichen Investments und auch meine Renditen aus dem letzten Jahr. Und das sind mit 18% circa 27.000 Euro. Jetzt könntest du natürlich sagen, okay, ist doch auch ein ganz schöner Batzen, aber wie geht das denn? Hier muss ich sagen, wer in den letzten zwei Jahren irgendwie keine Renditen gefahren hat, der hat höchstwahrscheinlich gar nicht investiert, weil in den letzten zwei Jahren sozusagen jeder Markt irgendwie gestiegen ist und es war nicht so wirklich eine Kunst, dort viel Geld zu verdienen. Trotzdem, auch ich habe jahrelang ohne irgendwelche Investments sozusagen gelebt und das hat auch erst seit ein paar Jahren angefangen, dass ich intensiver mich mit Finanzthemen auseinandersetze und auch eine Menge Geld, sage ich mal, reinstecke und investiere. Einfach nur aus dem Grund, weil bei solchen Umsätzen, die man jetzt eben in der Größenordnung generiert, auch ein bisschen was überbleibt, und das kann man mal in ETF-Sparplan stecken oder in Aktien oder genauso bei mir auch in Bitcoin und Kryptowährungen. Und das hat für mich einfach ganz gut funktioniert in den letzten Jahren, das werde ich auch so weitermachen, und wie man hier ganz gut in dem Chart sehen kann, könnte es sein, dass diese Online-Kurse genauso auch in Kombination mit den Investments für mich eine ganz gute Einnahmequelle kombiniert sein könnten, um mich eventuell komplett irgendwann von den Kundenprojekten lösen zu können. Das ist einfach nur ein Gedanke, der mir jetzt eben gekommen ist, nachdem man diese Sachen einfach so mal erarbeitet und auch anschaut. Und das ist einfach für mich ein tolles Insight und auch wenig Zeit eigentlich, die ich jetzt mich
mich mit Investments beschäftige, viel weniger als jetzt der Online-Kurs oder die Kundenprojekte, und trotzdem läuft das so nebenher und er macht sozusagen, mein Geld arbeitet für sich, und das finde ich eine wahnsinnig tolle und interessante Sache, und da werde ich mich auch weiterhin so ein bisschen reinfuchsen und schauen, dass ich da eben Geld zur Verfügung habe, was ich da dann auch reinstecken kann. Eins der letzten kleinen Kuchenstücke ist dann mit 4% die Patreon-Einnahmen. Die haben sich auch gar nicht so gesteigert zum Jahr 2020 auf 21, aber trotzdem mit 5.218,42 € ein ganz nettes Sümmchen. Trotzdem über 12 Monate hin, muss man sagen, für das, was ich investiere an Zeit und vor allem auch Gedanken und auch Arbeit einfach. Ich tausche mich da natürlich auch viel aus oder beantworte irgendwelche Fragen und so weiter. Genauso ist es ja auch manchmal so ein bisschen gemixt mit Podcast öffentlich und dann auch Patreon und so. Also es ist doch mehr, als ich wahrscheinlich damit verdienen könnte, wenn man jetzt mal die rein investierte Zeit und auch mentale Kraft anschaut. Würde ich das alles in zum Beispiel noch einen zusätzlichen Online-Kurs oder auch einen Kundenauftrag stecken pro Jahr, würde ich weitaus mehr verdienen, wie das, was mir Patreon quasi ergibt. Aber ich finde, das ist so einfach so eine persönliche Herzenssache. Hier sind wirklich welche mit dabei, die mich auch unterstützen wollen, wo ich auch weiß, da kommt das an, wenn ich dann einfach mit denen auch mal so ein 1-zu-1-Gespräch habe oder Fragen beantworte oder auch die mir da einen Schulterblick bekommen, wie ich an einem Kundenprojekt arbeite. Da habe ich einfach ein gutes Gefühl dabei. Und ich finde, das tut mir persönlich total gut, so ein bisschen im Hintergrund auch mich mit jemanden austauschen zu können, wo ich weiß, okay, da kann man auch über Sachen reden, die ich einfach gar nicht öffentlich teilen will. Und das habe ich da habe ich das Gefühl, das bleibt dann auch da so ein bisschen in so einer Gruppe, und das finde ich eigentlich total schön, und deswegen werde ich das auch weiterhin machen. Dann kommen wir zum kleinsten Teil meiner Einnahmen, und das sind mit 1% die Affiliate-Programme. Da habe ich ganze 1.035 € über das letzte Jahr 2021 generiert. Hier muss man sagen, das reiht sich wahrscheinlich noch gar nicht so aus, aber es ist auch nicht unbedingt einfach im Bereich eben Webdesign eine große Followerschaft, sage ich mal, sich zu erarbeiten, gerade wenn man national bleibt und nicht international irgendwie englischsprachig geht. Es dauert doch eine Weile, bis man da mal auch ein paar Abonnenten auf YouTube hat und sowas, und ich habe jetzt über das ganze Jahr keine Sponsoren angenommen, ich habe keine Werbung auf YouTube geschaltet und so weiter, davon also nichts irgendwie eingenommen, und das habe ich auch erstmal nicht vor. Da könnte ich wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen mehr Einnahmen generieren, aber ich promote hier einfach lieber meine eigenen Produkte, finde ich irgendwie ein Stück weit ehrlicher. Bei YouTube muss ich schauen, ob sich das in Zukunft vielleicht doch rentiert, da mal Werbung zu schalten, wenn da Werbung momentan kommt. Ich weiß nicht, aber das landet nicht bei mir. Trotzdem, Affiliate-Programme finde ich ein sehr interessanter Teil. Bei mir kommt da sowas ja mit rein, wenn ich mal Webflow zum Beispiel empfehle und jemand dann über meinen Link irgendwie sich ein Webflow-Abo holt und so weiter. Also da sind hier und da ein paar Partner, die ich dann damit verlinken kann, und ab und zu kauft dann mal jemand was darüber. Aber ich habe immer noch viel zu wenig Abonnenten, dass ich das wirklich groß rentieren kann, wie man hier in dem Chart auch einfach ganz gut sehen kann. Insgesamt konnte ich also im Jahr 2021 Einnahmen von 147.624,90 € verbuchen. Das würde sozusagen ein monatliches Einkommen von 12.302,08 € ergeben. Aber das entspricht natürlich auch nicht dem Gehalt, was ich mir irgendwie monatlich auszahle. Wie gesagt, Rücklagen hier bilden, auf die Zukunft auch sich vorbereiten. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig und spielt bei mir auch eine große Rolle. Insgesamt bin ich eigentlich sehr happy darüber, auch wenn es weniger als jetzt im letzten Jahr zum Beispiel ist. Aber ich weiß, dass es sozusagen ein neuer Meilenstein auch für mich ist, weil ich einfach jetzt auch anfange, mehr in diesen digitalen Produkten auch zu denken und auch dort meine Einnahmen zu generieren. Und ich glaube, das wird ein ganz spannender Bereich für mich. Also ich hoffe, der Einblick heute war ein Stück weit wertvoll für dich. Schreib mir gerne in die Kommentare, falls du irgendwie eine Frage zu dem Thema hast. Ansonsten würde ich sagen, erstmal einen richtig guten Start ins neue Jahr, und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut.